Servus, Freunde, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von GTA Vice City. Und hilft mir, Leute, ich krieg eine Musik nicht aus dem Kopf. Und zwar eine Musik von Shovel Knight. Genau, und wisst ihr welche? Unser Strike to Earth heißt die. Könnt ihr in YouTube mal anschauen oder anhören. Ich finde die richtig Bombe und richtig geil einfach nur. So, wir machen jetzt die Liste 1 komplett. Ich werde es ein bisschen rumschneiden und auch ein bisschen probieren. Ich werde jetzt aber erstmal ein paar Autos zusammen suchen. Ich werde das mal... wie mache ich das am besten? Am besten wäre es, wenn ich das jetzt aufschreiben würde, oder? Stimmt, das wäre echt am besten. So, dann nehme ich mal einen Zettel. Okay. So, Freunde, ich schreibe es mir jetzt mal kurz auf. Aber nicht ganz, sondern nur ein bisschen. So, Land. Ja, Freunde, das mache ich mal offscreen. Bis gleich. So, Freunde, das hätte ich jetzt erstmal gemacht. Dann werden wir uns jetzt mit einem Pokémon, was laber ich da für einen Scheiß? Mit einem Auto irgendwo ins Hinbegeben und danach suchen. Da wir sowieso, ich werde es sowieso nur unterteilen, also in 4 Parts ungefähr. Warte mal, ist das nicht ein Blister Kompakt? Nee, das ist kein Blister Kompakt, ne? Glaube ich nicht. Das war ein Beef Injection. Ja. Genau, und da ist aber schon mal ein Ranger. Genau, das haben wir mal. Also wir machen das so, dass ich hier offscreen natürlich nicht offscreen suche, sondern dass ich das wirklich so mache, dass ich wirklich original hier danach suche. Aber wenn der Part dann viel zu lange wird und ich wirklich dann nichts mehr finde, dann werde ich es ein bisschen schneiden. Aber so passt das bis jetzt eigentlich, denke ich mal. So. Wenn wir das jetzt erstmal abgegeben haben, kriegt man nämlich Geld. Und das wird aus der Liste gestrichen. So, da hätten wir Ranger. Streiche ich auch bei mir mal durch. So, warte mal. Genau. So, machen wir das erstmal so. Okay. Das weiß ich jetzt. Ist das ein Stallion schon? Nee, ist ein Mesa Grande. Freunde, ich kenne mich damit nicht mehr so gut aus mit den Autos. So, wir brauchen ein Esperanto, ein Idaho und so weiter. Das sieht aus wie ein Esperanto. Ist aber, glaube ich, keins. Oder ist ein Washington? Ist ein Washington, okay. So, es wird echt nicht einfach, Freunde. Es ist nicht einfach, aber ich werde das so machen, dass wir nur eine Liste pro Part machen. Es macht aber jede Menge Spaß, also es macht wirklich Spaß, nach Autos zu suchen. Das finde ich, ich finde es cool. So, das ist ein Esperanto. Der hat nämlich so vorne so eine Beulung. Also der hat vorne ein größeres Haupt. Ne, ist ein Virgo. Okay, du bist ein, irgendwas mit P gewesen. Auf jeden Fall nicht richtig. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die Autos jetzt genau heißen alle. Das war auf jeden Fall was mit P. Du bist auch was mit P. Idaho. Du bist ein Idaho. Ne, du bist ein Virgo. Du bist ein Landstalker. Oder ne, Regina ist das, ne? Ja. Was machen wir denn? Hier wäre eine Druckerei. Ihr seht, wir könnten die kaufen. Das ist... was ist das denn? Das ist ein Idaho. Ne, es ist kein Idaho, aber vielleicht irgendwas anderes. Ein Greenwood. Ja. Ich muss mich echt noch hier ein bisschen gewöhnen an diese ganzen Marken da. Muss ich mich wirklich erstmal reinsteigern. Und du bist ein Landstalker. Ja, genau, das ist ein Landstalker. Ihr seht an dem Reifen da hinten, merkt ihr daran, dass es ein Landstalker ist. Oh, verpisst euch, ihr scheiß Haitianer. Ihr seid Gangbanger wie Benzema. Bänge deine Mama in den Arsch. So, schön. So, dann gehen wir mal den Landstalker abgeben. Dann hätten wir nur noch 4 Autos abzugeben, damit wir die erste Liste voll komplett haben. Yeah. Sehr schön. Vielleicht finden wir auch in der Zeit auch noch etwas, ein neues Auto, aber ich glaube eher weniger. Dann geht man das erstmal ab, Blödes. So, yeah, sehr schön. So, dann Idaho. Idaho. Stallion und so weiter. So, dann habe ich jetzt erstmal Landstalker weggestrichen.
Habe ich jetzt noch nicht gemacht auf dem Blatt, aber kann ich mir merken. So, Taxi. Du bist ein Bungee, brauche ich gerade überhaupt nicht. Du bist ein Admiral oder ein Sentinel. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Ja, ich muss mal wieder hier schauen, ey. Das ist nicht so leicht, Freunde. Das ist eher mit Glückssache und man muss immer auch gucken, wo man die Autos ungefähr findet. Manche Autos gibt es auch nur in bestimmten Orten, aber es gibt eigentlich jedes Auto spawnt irgendwo noch. Ich bin mir ziemlich sicher. Aber es gibt natürlich einen Punkt, einen Hauptpunkt, wo es am meisten spawnt. Und du bist eine Regine. Ein Bus. Das ist ziemlich cool. Der Bus ist ziemlich selten, damit ihr Bescheid wisst. Habt ihr bestimmt noch gar nicht gesehen. Noch nie. Habe ich ja auch noch nicht in diesem LP. Aber sonst schon. Was ist das dann? Ist das ein Idaho? Was ist das? Das ist kein... Das ist ein Virgo. Okay. Esperanto. Das ist ein Idaho. Ja, das ist eindeutig ein Idaho. Sehr schön. Damit hätten wir das. Da fehlt uns Stallion. Ich weiß jetzt nicht, was das ist. Und was das auch war. Stallion müsste, glaube ich, das ähnliche wie Idaho sein. Bloß ohne Dach. Ich glaube, das war das, oder? Kann das? I don't know. Broodies. Broodies. Ja, das sind echt schwere Autonamen. Die müssen sie wirklich erst richtig auswendig können ein bisschen. Oder eigentlich eher ausprobieren. So, du bist ein Sentinel. Brauche ich nicht. Noch nicht. Aber ich glaube schon, dass man irgendwann Sentinel brauchen wird. So, dann let's go. Sehr schön. Dann fehlt jetzt ein Esperanto, ein Stallion und ein Blister Compact. Ein Blister Compact wüsste ich jetzt, wie das aussieht, aber wo ich jetzt eins finde, da habe ich keine Ahnung. So, dann nehme ich erstmal das Sentinel mit und mache mich auf die Sorgen. So, wo könnte hier ein Stallion sein? Du bist ein Sabre. Okay, brauche ich nicht. Lancer. Nee, das ist ein... Ist das ein Stallion? Ich habe keine Ahnung. Das könnte ein Stallion sein. I don't know. Nee, Messer Grande. Okay, könnte hier irgendwas sein? Ich habe keine Ahnung. Was ist das denn? Was ist das denn? Das könnte ein Stallion sein. Ich habe keine Ahnung, Brudi. Ich weiß es nicht mehr. Das ist aber, glaube ich, gar keiner. Das ist ein Volton. Du bist... Ach, du bist auch ein Volton. Nein, nein. Also das war mir nicht. Das weiß ich, was das ist für eine Marke. Das war irgendwo eine andere. War auf jeden Fall kein Stallion oder so ein Müll. Nee, du auch nicht. Du bist ein Greenwood, oder? Okay, Greenwood. Jetzt muss ich erstmal gucken. Das ist auch auf jeden Fall ein Perennial oder sowas gewesen. Ich weiß jetzt nicht, wie man das genau nennt. Aber auf jeden Fall was mit richtig P. Mit P. Das ist ein Washington. Alter, da muss man sich wirklich konzentrieren ein bisschen. Das ist nicht einfach. Das ist auf jeden Fall eine Geduldsaufgabe eigentlich. Das ist ein... Das ist ein... Was ist das? Bobcat. Ah, genau. Du bist ein Idaho. Du bist ein Sabre. Du bist ein Perennial oder so ein Müll. Du bist ein Greenwood. Sabre. What the fuck, Alter? Pisser. Was sind das für Kanacken hier, Alter?
Okay, was soll ich noch machen? Was soll ich noch machen? Was soll ich noch machen? Das ist ein... Ist das ein Stallion? Ich glaube, das war ein Stallion. Bin mir aber nicht sicher. Genau, wusste ich's doch. Genau. Da war es doch kein so ein Scheiß da, was ich da gedacht habe. Kein so ein Müll halt. Was habe ich da gedacht damals? So ein Lastwagen-ähnliches Zeug da. Nee, das war so eins. Okay. Macht Sinn. Hat gepasst. Ich war mir nicht sicher. Aber jetzt wissen wir es. Jetzt wissen wir es auf jeden Fall. Aber irgendwann, wenn ich das sowieso nochmal LP'n sollte, dann weiß ich es eh nicht mehr. Aber ich finde, das Auto sieht total scheiße aus. Ein Stallion ist total für den Arsch. Das ist wie so ein armes Stinger. Ganz ohne Müll. Stinger ist ja richtig geil. Aber das hier ist Müll. Das ist richtig Müll. Finde ich. Ist eure ihr könnt eure Meinung richtig in die Kommentare schreiben. Ich finde das Stallion richtig für den Arsch. Ich mag es nicht so. Gefällt mir überhaupt nicht. Naja. Ist jedem das seine. So, Blister Compact und Esperanto. Ich weiß, wie ein Blister Compact aussieht. Das ist, glaube ich, aber auch selten, oder? Das könnte selten sein. Also, du bist in Washington. Oder? Wie sieht eigentlich ein Esperanto aus? Wie sieht das nochmal genau aus? Ich habe keine Ahnung. Esperanto und Blister Compact haben wir noch. Einen Ort kenne ich, wo ich wirklich alles finden könnte, und zwar im Supermarkt Parkhaus. Da könnte man nämlich alles finden. Und das ist ja das Schöne, da gehe ich erstmal hin. Komm, wir gehen da hin, Freunde. Vielleicht finden wir auf dem Weg noch was, das wäre super schön. Aber ich glaube eher weniger. Sieht nicht gut aus. Okay, nee, bis jetzt immer noch nichts. Sabre, okay. Nee, Freunde, wir werden schon nichts finden. Und ich denke, die Parts werden auch ziemlich lange, die mit den Listen. Aber das ist auch, denke ich mal, ganz okay. Weil... Dann habt ihr mal Überlängen-Parts. Ne? Wir machen pro Part nur eine Liste. Deswegen passt das schon. Es ist gut, dass der Part halt länger wird. Aber auch irgendwie... Scheiße, dass wir halt nur wenig machen. Also nicht viel machen oder nicht spannend ist unbedingt, aber es muss halt sein. Es muss halt gemacht werden und ich möchte es euch nicht vorenthalten. Das ist natürlich nicht schön. Das wäre nicht schade. So. Das ist ein Ray. No. So, was finde ich hier in Washington? Okay. Bis jetzt nichts Wichtiges. Brauchen wir alles nicht bis jetzt. Naja. Was ist das dann? Das ist ein Manana. Nee, Phoenix. Nee. Da gehe ich ja wirklich hier entlang. Gab's denn nicht irgendwo ein Blister Compact einfach zum Mitnehmen? Ich weiß nicht gerade wo. Ich glaube, hier gab's doch eins, oder? Einfach. Nee, hier gab's ein Taxi. Warum auch immer. Was will ein Taxi dort? Was will ein Taxi dort, bitte? Nicht cool. So, das ist nicht das, was ich brauche. So, dann schauen wir hier mal vorbei. What the fuck, Alter? Mit wem schießen? Wer schießt denn dort? Sind das ins Esperantos? Hey, die sehen irgendwie aus wie Esperantos. Das ist ein... Oder? Nee. Ja, habe ich mir auch gleich gedacht. Wieso bin ich so blöd? Naja, wir schauen uns erstmal hier weiter um. Das ist ein Sentinel. Was ist da hinten? Das ist auch in Washington, oder? Bin ich jetzt dumm? Nee, ich kann ja gar nicht dumm sein, weil das kann nicht meine Schuld ist überhaupt.
Ne, da ist überhaupt nichts. Nope. Also ich finde hier nichts. Das ist ja blöd jetzt. Was mache ich? Esperanto oder... Was braucht man noch? Oder halt ein Blister Compact. Aber ich weiß sofort, wie ein Blister Compact aussieht. Ja, toll. Hat's ja voll gebracht. Ohne Müll. Hat's ja so richtig gebracht. Das ist ein Esperanto da hinten. Da ist ein... Nein! Ach, diese totale Scheiße da, wenn man einmal nicht genau hinschaut. Wie lächerlich das einfach nur ist. Das ist richtig lächerlich. Ich hatte es. Och, deine Mutter stinkt richtig nach Kacke. Schwuchtelscheiße hier. Ja, mir zu blöd, ey. Wie dumm ist das denn bitte? Ich hatte es. Ich hatte es vor Augen, Mann. Was soll denn der Müll? Wieso ist das so scheiße? Ja, da. Da. Nein, das ist keins. Doch, das ist eins. Nein, es ist nicht. Hä? Wie sieht denn dann eins aus? Da war ein Blister Compact. Nein, du haust mich nicht ab, mein Kollege. Nein, nein. Blister Compact. Das ist ein Esperanto, oder? Auch keins. Nein, Blister Compact, du haust mir nicht ab. Bleib. Bleib, Bro. Das ist ein Esperanto. Nein, wieso ist das immer Virgo, Virgo, Virgo? Komm, Blister Compact, komm her. Das ist ein Blister Compact, Freunde. So sieht's aus. Sehr schön. Dann fehlt uns nur noch ein Esperanto. Aber wo wir das herbekommen sollen, habe ich keine Ahnung. Ich überlege gerade selber, wo ich das herbekommen könnte. So, hier ist wieder ein Blister Compact. Three Broodies. So, wenn ich auf dem Weg eins finden sollte, dann weiß ich ja wenigstens, wie es aussieht ungefähr. Nein, 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 nein. Okay, mir fällt einfach nichts ein. Also ich habe keine Ahnung, wo hier ein Esperanto sein soll. Null Ahnung. Null Ahnung. Da werden wir, denke ich, auch gar keins finden, oder? Sieht nicht so aus. Sieht gar nicht so aus, als würden wir eins finden. Leider, Marmelade, finden wir halt keins. Das ist zwar schade, aber was soll man tun? Also ich werde irgendwann vielleicht noch eins finden. Ich werde mir jetzt... Allerdings werde ich, müsste ich jetzt, ich muss ja sogar das sammeln, sonst kann ich ja die nächste Liste ja nicht machen. Ich muss nämlich das, die komplette Liste voll haben. Ja, da schauen wir mal erstmal weiter rum. Ich weiß ja auch überhaupt gar nicht, wie ein Esperanto aussieht. Es sieht nämlich... Da! Das ist eins! Sowas von. Nur was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Ein Esperanto ist viel wichtiger als ein Blister Compact. Ich hole das wieder, wenn es da ist. Blister Compact sehe ich jetzt gerade überall. Ja, Esperanto ist echt viel wichtiger. Vielleicht kann ich auch wieder zurückgehen einfach. Und vielleicht steht es halt auch dann noch dort. Hoffe ich zumindest. Wäre nämlich cool. Och Gott.
Naja. Esperanto haben wir und dann gleich noch das Blister-Kompakt hinterhergeschmissen. Das wäre noch cool. Da wäre nämlich noch eins. Ich nehme das jetzt erstmal noch mit. Töte dich erstmal, damit du keinen Stress mehr machst. Und wenn ich... Vielleicht ist es ja noch da. Stirb, Pisser. So, vielleicht steht es ja noch dort. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, weil es ja nicht weit entfernt ist. Müsste eigentlich, glaube ich, gehen. Wer weiß. Werden wir ja gleich herausfinden. Wobei hier ist, hier in der Nähe ist gleich eins. Das müsste gehen. Das müsste noch halten, glaube ich zumindest. Dann machen wir das auch noch hier. Als sicherheitshalber. So, dann schön. Dann geben wir das jetzt erstmal ab. Na dann. Ja komm, jetzt gibt es ab, ey. Das Auto ist so scheiße im Driften. Und im Lenken überhaupt. Einfach nur ein scheiß Handling hat das Teil. So, dann nur noch Blister Kompakt. Und ich hoffe, das ist noch da. Wäre Megabombe. Und ist es noch... Ja, geil. Komm, dann nimm es. Dann nimm es mit und dann haben wir die Liste komplett. Sehr schön. Wir haben die Liste komplett. So, damit hätten wir es geschafft. So, wir haben jetzt ziemlich viel Geld bekommen. Und wir haben jetzt endlich das Dollar-Symbol drauf. Das eigentlich, was wir eigentlich erreichen wollten. Aber, wenn wir mehr Geld verdienen wollen, müssen wir die anderen Listen noch vervollständigen. Seht ihr, wir bekommen nämlich nur 1500. Das ist nicht viel. Überhaupt nicht. Wir wollen ja alles machen. So, ein Sentinel können wir hier gleich tun. Aber was wir machen das erst im nächsten Part. Stretch und so weiter. Wir wissen alles, wie es aussieht, Freunde. Auf jeden Fall im nächsten Part geht es hier weiter. Und joa, ich denke, nächsten Part wird richtig cool. So, das ist ein neues Auto. Das gibt es, glaube ich, nirgendwo. Das Auto, was wir jetzt gerade bekommen haben. Und ja, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Haut rein. Ciao, bis zum nächsten Part.